Ach, ist doch schön, wenn man beides schon hat. Okay, hier hast du einen Lorbeerkranz und da kann ich schon die Plattenteile benutzen. Okay. Da haben wir von ihm jetzt eine Platte bekommen. Der Heizkessel, um zu verhindern, dass die Rohre den Körper der Feuerschlange weiter aufheizen, muss ich den Heizkessel abschalten. Das wird nicht einfach werden. Ich muss herausfinden, wie ich die Knöpfe auf dem Bedienfeld des Kessels in die richtige Position stelle. Die Skizze würde helfen, also muss ich sie finden. Die Skizze besteht aus zwei Teilen. Na toll. Ein Teil befindet sich in den Gemächern des Kaisers. Den zweiten Teil muss ich wohl selbst anfertigen. Um dies zu tun, brauche ich die Eisenplatte, die Tiberius gestohlen hat. Dann muss ich die Platte erhitzen und sie auf ein Stück Pergament legen. Die Platte wird den zweiten Teil der Skizze offenbaren. Okay, gut. Okay, Moment. Also muss ich jetzt die Platte jetzt da reintun oder wie? Tatsache. So, und dann mit der Schaufel rausholen? Jawohl. Okay. Und da habe ich schon mal ein Skizzenteil. Okay. So, mal gucken. Ah, beim Balkon kann ich auch noch was machen. Ah ja, hier war doch, genau. So, kann ich das jetzt mitnehmen? Jo. Und da habe ich jetzt die vollständige Skizze. Okay. Die Skizze. Die Skizze, die ich habe, hilft mir nicht weiter. Das sind große Löcher in dem Pergament. Stimmt, das habe ich auch schon gerade gesehen. Deswegen weiß ich immer noch nicht, wie ich sechs der Knöpfe einstellen muss. Ich werde raten müssen. Och, nö. Raten ist immer doof. Aber da muss ich wohl in den sauren Apfel wohl beißen. Okay, also muss ich erstmal wieder zum Ofen zurück. Also hier, zu den Schaltern. Toll. Oh Gott. Okay. Ich merke mir das gerade mal ein bisschen. Okay. Oh Gott, na das kann ja was werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, okay. Also der war unten auf jeden Fall. Der bleibt oben. Der guckt, glaube ich, der guckte nach unten, genau. Die bleiben oben. Der war unten auf jeden Fall. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Okay. So, ich hoffe, dass das richtig ist. Oder auch nicht. Scheiße. Okay. Tja, jetzt ist natürlich nur die Frage, was hier falsch ist. Ich weiß es nämlich jetzt nicht. Ach so, der war nicht richtig. Okay, und jetzt habe ich das Rätsel geschafft. Auch wie schön. So, jetzt ist der Ofen aus. Das heißt, die Schlange an sich müsste ja jetzt eigentlich auch nicht mehr aktiv sein. Aber ich guck mal. Doch. Die lebt immer noch. Trollolol. Okay.
Ja, ich glaube, jetzt muss ich doch mal hier zu Simons Zimmer wieder. Simon? Ah nee, sein Zimmer ist das ja nur, stimmt ja. Ja. Nee, da kann ich immer noch nichts machen. Oder hier? Nee, das habe ich euch ja schon einmal vorgelesen. Nee, da kann ich euch jetzt nichts mehr machen. Nee, da liegt Raphael. Wo muss ich denn das Buch einsetzen jetzt? Ach, da vielleicht? Ah ja. Okay. Ach du Scheiße. Yay! Ordne alle Bücher so an, dass die Summe jeder Reihe mit der rechten Zahl übereinstimmt. Oh Gott. Okay. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Also vielleicht die 5 und die 12 nach oben, würde ich jetzt mal sagen. Dann würde ich sagen, dass die 4 und die 9 am besten in der Mitte bleiben. Und die 19 weiß ich jetzt nicht. Doch, 11, 7 und 1. Yeah, okay. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Und was bekommen wir? Ein Eimer mit Eis. Schön. Ich glaube, den brauchen wir beim Basilisken. Genau. Aber mir fehlt ja hier immer noch eine Kurbel. Hä? Oder kann ich das Rad hier benutzen? Ah, okay, gut. Jo. Und da ist das Feuerelement. Jawohl, und da haben wir das Feuerelement. Und das war an sich schon das Vorletzte. Die Flamme. Der Kaiser wollte die Schlange wiederbeleben, um mit ihr ein blutiges Spektakel im Kolosseum aufzuführen. Der Wahnsinnige wird ohne das Artefakt Gott sei Dank keinen Erfolg haben. Um die Welt zu finden, muss ich nun noch ein weiteres Artefakt finden. Genau, und dann haben wir zumindest die Hauptstory dann auch schon geschafft. Ja, ich würde mal sagen, mein Lieben, ich höre jetzt erstmal auf, weil ich ja wieder ein weiteres Element bekommen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Aufnahme uns wieder. In den nächsten Parts von Haus der tausend Türen, die Feuerschlangen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und man sieht sich in der nächsten Aufnahme. Wieder. Bis bald. Tschüssi.